Tricky, tricky, tricky. Jetzt lass mich kurz überlegen. Tore baue ich zwar, ich benutze diese Spezialfähigkeit kaum. Die Sniper haben eine schöne Fähigkeit, aber ich bleibe beim Regenerieren. Das habe ich damals schon immer genommen und bin gut gefahren mit. Ist halt gemütlich, gerade wenn du dich nicht drum kümmern musst, dass deine angekeksten Einheiten repariert werden. So, Arsenal gibt's nichts Neues. Jetzt ist nur noch Xyl übrig. Und Xyl ist eine sehr lustige Mission, besonders wenn wir jetzt schon die Tore haben. Okay, es geht um Folgendes. Wir müssen wieder ein Artefakt für unseren komischen Fuzzi da abbauen. Artefakt, you. Die Mission heißt schon völlig verbohrt. Technisch. Ah, ne, lädt. Ah, lädt. Alla, bis gleich. Das ist er wieder. Haltet die Augen offen, Jungs. Wir wissen nicht, wem wir das hier zu verdanken haben. Ja. Worauf soll ich ballern, Sir? Fangen wir den an. Terranische Diebe. Die Mysterien dieses Ortes sind nicht für euch bestimmt. Ihr werdet für euren Frevel mit dem Leben bezahlen. Ja, kann ich gern tun, weil ich brauche die Einheiten hier. Jetzt wissen wir wenigstens, was mit der anderen Expedition passiert ist. Die können ruhig sterben. So. Ich glaube, da kommen wir noch nicht durch. Locker. Der Protoss-Kanonen brennen uns ein Loch in den Pelz, wenn wir weitergehen. Swan, wo bleiben die versprochenen Belagerungspanzer? Immer mit der Ruhe, Heizschwamm. Sie kommen ja. Diese Babys werden die Kanonen aus sicherer Entfernung zerlegen. Ach, ein Jungs. Tja. Alles easy hier, alles easy. Landbad, da also. Müssen wir hin zu unserem Megabohrer. Alter. Die neuen Belagerungspanzer funktionieren genauso wie die alten. Aktiviert man den Belagerungsmodus, haben sie größere Feuerkraft und Reichweite. Hm. Im Belagerungsmodus sind sie allerdings unbeweglich. Wenn sie verlegt werden sollen, muss wieder in den Panzermodus gewechselt werden. Dann lass uns die Panzer mal auf eine Anhöhe schaffen. Sie können diesen Protoss-Hetzer unter Feuer nehmen, bevor er überhaupt in unsere Nähe kommt. Oh, das sehen Sie. Lauter! So. Worauf soll ich ballern? Ach, die knallzen ja ordentlich rein hier, die Walzen. Warte mal ab. In Ordnung! Dann lass den Laserbohrer ein. Zugriff auf lokales Netzwerk. So, und da geht meine Raffinerie von allein schon los. Das heißt, als erstes schon mal noch eine zweite bauen. So, und der Bohrer bohrt schon, weil man. Dann eine Emule runter, also der Start ist schon mal so gut hier. Weil wir einfach schon assi viel haben. Panzer, um den Laserbohrer zu schützen. Ohne das Ding kommen wir nie an das Artefakt. Tempeltür. Zeig mal die Tempeltür bei Gelegenheit. Guck mal gleich. Das hier ist die Tempeltür. Way. Wir uns hier durchfressen. Alter. Und alles außenrum ist komplett Protoss-Basis. Schaffst du die Basen? Nee, auch schwer ist es fast. Weil dann nur Deffen und Durchhalten. Deffen und Durchhalten. Egal, wo ich später mal trotzdem. Die sind halt übel. Du kannst halt später auch den Laser steuern, am Anfang noch gar nicht. Na, dann sammeln sich schon die ersten Truppen. Da hin. Ich habe es geschafft, Zugang zu dem zu erhalten, was vom Sensorennetz. Doch, ist einfach geil, wie schnell die jetzt hier abbauen ist. Ich speise die Daten in ihre Karte ein, damit sie sehen können, was bei den Taldarim vor sich geht. Nee. Dann 1, 2, 3, 4. Wieder dran. Gegen 0. Oh, herrlich, Tore. Gleich kann ich sie bauen. Beste Abwehr für das Teil da. Zwischendurch müssen halt trotzdem noch mal zwei Belagerungspanzer her. Lecker von Bruno, Power ab. Halt die Klappe, die Musik soll lauter kommen. Die Tür geht ja gut auf. Das sieht nur so aus. Ja, das erste wird gerade weggebohrt. Ich steck ganz schön in der Klemme hier!
Faxe. Jetzt heilt er sich schon von allein, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um den. 97. 98. Das ist halt gemütlich. Interessant. Ja, das habe ich ja eben freigeschaltet. Ja. Das ist ganz chillig so. Da immer wieder eine Emule, noch eins, komm. Oh, die Mucke, Alter. Das ist geil. Okay. Ach, Quatsch. Obwohl, ich kann noch ein zweites bauen. Das wird immer sehr verkehrt. Aufgedankt und einsatzbereit. Ich baue nach oben. Den letzten Auto nach oben gebaut. Da holen wir gleich einen Schleiber rein. So, mit Belagerungspanzer zu decken. Ja, bald kann ich die erste runterziehen. So. Oh, ja, ja, ja. Ja, bald kriegen wir den Laserbohrer als Steuerung, dass wir dann mit dem, ich sag mal, alles so entscheiden können, wo er hinballert. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Und jetzt wird's interessant. Da gehen wir rein hier. Guten Tag, Belagerungspanzer. Wow. Zwei und zwei davon. Ein guter Mix. So, die Hells Angels brauche ich. Gegen Flugabwehr später. Ne, da oben muss man. Aufgedankt und einsatzbereit! Los, los, los! Ja, sieht schon mal ganz gut aus für den Start hier. Das Waffenlager kommt nicht mehr hinterher. Ja, er hat einiges zu tun heute. Da lasse ich die Panzer-Upgrades mal direkt. Oh ja. Habe ich ja schon. Ja. Ich habe schon die Laser-Kontrolle für das Teil. Da lege ich mir direkt mal auf die zwei. Die sind echt übel, wenn die durchkommen, dann wird's echt böse. Unsere Männer werden keine Chance haben, wenn sie zu nahe kommen. Ich übergebe Ihnen die manuelle Kontrolle über den Laserbohrer. Sehen Sie nach. Ein paar dicke Einheiten kann man dann immer schon mal wegballern. Deshalb geht die Tempeltür halt doch nicht so schnell weg. Und geh halt vorbei, ne? Ja, ich kann alles angreifen, aber solange ich sie sehe. Gleich knallt. Ja, ist dann schon übel. Na ja, klappt schon raus hier. Jawohl. Das sieht ja gut aus. Ja, die Mission ist jetzt, dadurch, dass ich diese ganzen Sachen habe, auch nicht wirklich schwer. Zwei Tore. So. Was wollte ich gar nicht? Oder den hier. Ja, und das Schöne ist halt, wir kriegen halt schön immer wieder gezeigt, wo wirklich extremere Einheiten hinkommen. Später kommt er ja auch mit Kolossen und mit Flugzeugen und so einem Scheiß. Dementsprechend die Zellnager-Tür da halt nicht allzu schnell weg hier. Ja, und jetzt kommt halt mit vier Hetzern, die halt gegen Belagerungspanzer ein bisschen scheiße aussehen. Ja, von daher, die Mission ist eigentlich ganz niedlich. Apropos niedlich. Wie sollte man niedlicherweise ein bisschen was nachbauen hier? Ja, herrlich, da ist ein Tor.
Der Laserbohrer hat die äußere Schicht des Tors durchbrochen. Yeah. So, die erste Tür fräst gerade weg. Zweite Tür. Aber es ist nur die äußere Schicht. Keine Angst, da geht's noch nicht drüber. Alarm. Feindliche Lufteinheiten auf Angriffsvektor. So. Verflucht. Von wegen Lufteinheiten. Das sind Transporteinheiten. Benutzt den Laser und schießt sie ab. Ach, stimmt ja. Ich bin ja nicht mehr weg. Jo, war ein kurzer Gegner mit uns. Aber das kommt jetzt halt immer häufiger jetzt vor, dass er mit so einer Scheiße antanzt. Das nervt dann halt mit der Zeit. Deshalb warte ich, bis meine nächsten Hells Angels da sind, dann haben wir ein paar mehr. Holen nur so eine Spartank zu. Holen uns einfach alles, was gibt. Da wäre sie ja da. So, lass mal ein bisschen Resses kriegen. Die Zentrale verlege ich dann wieder runter, wenn es weg ist. So, jetzt checken wir mal da ab. Die Upgrades können wir jetzt forschen und da geht's jetzt gleich richtig rund. Sir, ich orte die Energiesignaturen von mehreren Protoss-Relikten in der Gegend. Ich markiere sie auf der Karte. Oh, da kommt ein Unsterblicher. Tja, wenn wir noch Zeit haben, können wir sie mit dem Laserbohrer freischmelzen. Ja, die müssen wir nämlich freischmelzen, die Statuen. Es gibt auch noch was. Aber jetzt sammeln wir es schon mit ein paar größeren Trupps, um mich hier wegzufeiern. Ja, da kann man mal so zwischendurch ein paar stinknormale Einheiten noch wegbrennen. Oh, gerade jetzt kommt er, ey. Oh, kacke. Mineralienfeld erschöpft. Ja, dauert aber noch eine Weile, bis das Ganze weg ist. Ich glaube nicht. Ja, ist halt kacke, im Schatten der Belagerungspanzer anzubringen. Im Schatten der Belagerungspanzer. Ist halt geil. So. Ab geht's, Laserbohrer! Das ist einfach geil gemacht, Alter. Zwischenzeit kann man hier mal ein paar Emule bestellen. Ich würde gerne was downloaden. Hier ist der Tor. Aber ist frei, jo. Jo, und da haben wir dann auch noch die da weg. Das Relikt haben wir. Ich glaube, da war auch nichts mehr dann. Ne, da müssen wir noch wieder frei. Ah, was ist da jetzt schon wieder? Oh! Die Unsterblichen sind halt richtig sterb hier. Oder wie die Dinger heißen. Die reduzieren, solange sie Schilde haben, allen Schaden auf 10. Selbst den von Belagerungspanzern. Mann, der ist schlau halt. Geht wieder was? Hier ist der Tor. Basis wird angegriffen. Ah, da ist noch ein Stück. Durchgeführt. Jo, wir hatten. Dann haupt noch den weg. Worauf soll ich ballern, Sir? So, wir treffen uns hier wieder. Könntest du eigentlich mal so. Komm, ja.
so einen kleinen Schwung mal nach rechts machen auf die feindliche Base. Du hast ja die Belagerungskanone im Hintergrund noch. Ja, aber die bringt's nicht so gegen Gebäude. Die braucht ziemlich lang, bis sie fixiert hat, bis sie dann schießt. Oh, egal. Das Problem. Gegen Einheiten ein bisschen ärgern. Ja, wobei du eh so gut wie gar nicht in die Bases reinkommst. Das kannst du eigentlich ziemlich sprechen. Ja, das macht man damit. Uiuiui, das war jetzt eng. Ist doch immer schön, die feindliche Base noch auseinander zu nehmen. Ich bin der Fan von so. Ja. Ja, jetzt heilt er sich ja eh selber. Geblündert. Wobei ich es noch nie probiert hatte, weil ich in der Mission noch nie Tore hatte. Also versuchen ist es gerne mal wert. Können ja ein Zeit. Ja, klar. Oh, ne, noch ein paar noch. Genau. Sir, weitere Lufteinheiten im Anflug. Ah, ja. Wir müssen sie ausschalten, sonst werden ja, das machen wir eh unterwegs schon. Da sind ja unsere Tore da. Hey, hey, hey! Wir brauchen diesen verdammten Laser nach. Aufhören! Oh, das war ein Test. Also, hi. Ja. Da stecken wir schon mal eins zum Reparieren hin. So. Ja, gespannt jetzt hier. Wobei die Tore haben jetzt nicht vergehen. Hier ist der Tor. Hast du gesagt? Ja. Aber ich riskiere es jetzt noch nicht, weil ich außerdem noch nicht die Forschung fertig habe. Ach, weißt du was, scheiß drauf. Safe ist ja. Nimm die Kanone mit für die Hardline ein. Oh. Das ist halt einfach so gemacht, dass du die Base von denen halt wegmachen kannst. Wenn die Mission ja dann aus. Baust du dir eine Riesenarmee, machst die Basis weg und jo, dann chillst du einfach, bis der Bohrer fertig ist. Hier ist der Tor. Hm.